irgendwann so später auch mal lustig. Aber wenn dann keiner damit rechnet, ne? Ja, jetzt. So, weiter geht's. Weißt ja, du Bescheid? Konnte ich schon fast rechnen. Wir sind wieder da. Dankeschön, dass du mir erstens. Wir müssen uns ein bisschen hier an den Closern vorbeischummeln und wir brauchen eine Taschenlampe. Warum? Weil wir sie brauchen. Warum? Weil wir sie brauchen. Warum? Warum? Weil sie genauso dumm ist wie James und in den Dunkeln. Warte mal, ich glaube, hier war doch schon. Wunderbar. Man kann die Taschenlampe übrigens auch so finden, wenn man das Licht nicht ausmacht. Die ist nämlich hier zwischen versteckt. Seht ihr? Geht also. Tada! Oh, da, da, da. Patronen und nochmal Patronen. So, jetzt hat man mir gesagt, dass es irgendwie einen Raum gegenüber noch geben soll, wo es das Spülmittel gibt. Ist das korrekt? Mhm. Oder nebenan. Nebenan, ja. Aber wo ist denn nebenan? Ja. Hier vielleicht? Tja, ja. Spülmittel. Nee, Reinigungsmittel. Spülmittel gibt's in der Bäckerei. Müssen wir aber auch noch hin. Und warum braucht man das Spül- oder Reinigungsmittel, eins von beiden, in der leichten Version nicht? Weiß ich nicht, falls so ist. Ist da jemand drin? Hm. Man hört es knuspern. Wie war das? I'll take in a dump? Hell yeah! Ja, es ist mit Blut getränkt, aber es ist niemand hier. Hat jemand geantwortet oder bin ich das nur? Du bist das, weil du bescheuert bist. Du bist geistig gestört, genau wie der James. Psycho! So, wohin jetzt? Wahrscheinlich links, oder? Ja, Richtung Klamottenladen. Richtung, Weil da gibt's nämlich die Weste. Lauf ich gerade zurück? Nein, ich lauf gerade nicht zurück. Schauen hier, müsste alles zu sein. Jupp. Ja, das müsste hier sein. Was liegt da denn? Ich höre Krauser. Verfickt. Was? Du hörst Krauser? Moment mal, falsches Spiel. Genau. Nehmen wir das doch schon. Gut. Diesmal in der alternativen Boutique. Den brauchen wir, ganz wichtig. Außerdem brauchen wir... Wo hängt denn die Kugel sich ihre Weste? Ach, die hängt direkt daneben. Nee. Wo war die denn? Die dahinter. War doch... Die macht dich aber langsamer. Das heißt, wenn du vorhast, den Gegnern auszuweichen, ist es nicht so klug, die Weste anzuziehen. Ja, ein bisschen langsamer, aber... Es ist immerhin besser, weil du mehr Schaden einstecken kannst. Ja, weil okay. Ich werde das noch öfter haben, dass ich einfach so in einer Klemme stecke und dann... ja, im Prinzip immer... I mean, yo, Mr. Popo, you know what you're doing. Ja, im Einkaufszentrum werde ich es einfach mal anhalten. Habe ich sie denn jetzt an? Packing Order. Ja, wahrscheinlich ist sie unter der Kleidung. So, ja, pass mal auf. Ist auf jeden Fall was langsamer. Und? Bam! Da ist was eingeschürzt. Das war das ja, hier. Wo du dich beim ersten Mal tierisch erschrocken hast beim ersten Oder Mal. Oder das war. Hier war das. Naja, ist ja alles nicht mehr so intakt. So, wie war das? Müssen wir jetzt hier durch die Tür weitergehen? Ja, ne? Durch die Tür, die hier hinten ist. Ich glaube, ich könnte ja okay. Mal eben schauen. Ja, schau mal. Ich renne erstmal wieder. Also, kugelsichere Weste. Im zweiten Stock geht es nur über die Rolltreppe in die dritte Etage. Welcher zweite Stock? Wo? Du bist im zweiten Stock. Bin ich? Okay. Ja, und die läuft aber um einiges langsamer mit der kugelsicheren Weste. Im Restaurant, in der ersten Tür rechts, geht es den gekochten Schlüssel, Heiltrank und erste Hilfe. Ja, aber erstmal muss ich doch wissen, wie ich da hinkomme. Achso, ich könnte mal auf die Karte gucken. Du könntest auch mal über die Rolltreppe gehen. Gekochter Schlüssel. Links und dann wieder rechts nachher. Ja, die läuft wirklich viel langsamer, da hast du schon recht. Ja, aber trotzdem kann man sich noch an den Gegnern vorbei vorstellen. Ja, meinst du? Klar, guck. Ja, die Closer, die sind auch nicht wirklich schnell. Schlimm wird das erst mit den Hunden. Oder den Pendulums. So, lass mich raten, hier kann man durch. Tatsache. Wir sind nicht da, wo wir eigentlich sein sollten, aber hier müssen wir, glaube ich, lang. Ich weiß nämlich nicht, wie man sonst in die... Achso, klar, wir müssen jetzt ja schon mit dem Kleiderbügel das machen, ne? Oder? Da, 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 da. Ja, weil sonst haben wir doch alles, oder? Nicht, dass wir was vergessen oder so. Oder, na, nee, also ich habe jetzt mal geguckt, eigentlich haben wir nichts vergessen. Ist die Bäckerei denn in der zweiten Etage oder in der ersten? Und die Bäckerei ist in der zweiten, glaube ich. Ja, glauben hilft uns nicht weiter. Tür rechts findest du noch den Mondstein, Speicherpunkt, Munition, Heim. Du bist schon viel zu weit, Pascal. Viel zu weit. Ja, dann im zweiten Stock geht es in eine Rolltreppe in die dritte Etage. Im Restaurant der ersten Tür rechts gibt es den gekochten Hund, den gekochten Schlüssel. Zurück im zweiten Stock gehst du in den Juwelierladen. Rechts am Speicherpunkt.
Ja, geh erstmal hoch. Nein, die Bäckerei ist im zweiten Stock. Du musst recht haben, weil wir sind doch die Treppe hochgelatscht in der normalen Welt. Und im zweiten Stock war dann das mit der Bäckerei und dem Bücherladen und so. Ja, das muss hier irgendwo sein. Ja, zum Glück ist das Einkaufszentrum nicht etwa groß und verwirrend, ne? Nee, das ist alles... alles überschaubar. Schön kompakt. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass das Einkaufszentrum das verwirrendste Dungeon des dritten Teils von Silent Hill ist. Und auch das schwerste, weil man eben sich so zurechtfindet. Also wie lange braucht sie denn? Und zusätzlich noch der erste, der kommt, was dich ein bisschen... Ja, klar, das wirft einen direkt voll rein. Ne? Deswegen freue ich mich auch auf die Sachen, die danach kommen, weil die werden im Gegensatz zu dem hier, wenn wir erstmal die richtigen Waffen haben, ein Kinderspiel. Ja. So, wir sind hier. So, genau. Wir müssen... da sind übrigens die Rolltreppen. Okay, aber da müssen wir noch nicht hoch. Da müssen wir erst hoch, wenn wir den Mondstein haben. Genau. Mondstein, Flieg und Sieg! Und hier sind Viecher. Ist hier sonst noch was? Ja, da liegt noch ein Heiltrank. Und Munition auch noch. Yay. Warte mal, man kann hier auch durch. Da sind aber Klauser drin, ich weiß es. Ich weiß jetzt nur nicht mehr, wo ich überhaupt langlaufen muss. Go to the restaurant. Naja, erstmal möchte ich hier gucken. Ja, hier kommt gleich ein Klauser auf mich zu, das weiß ich. Und hier dem auszuweichen ist nicht wirklich einfach. Okay, da brauchen wir erschließen. Here's the closer. Ja, man kann sich wirklich an dem vorbeidrängeln, das ist ja geil. Klingt doch super jetzt. Ja, alles ganz locker, ne? Oh, ich komm rein, guck mal. Wo sind wir denn hier? Was haben wir denn hier? Eine Walnuss. Oh, die brauchen wir ja überhaupt nicht. Doch, brauchen wir wohl. So, ich meine, warte mal, schiebt sie noch irgendwo hin? Ich hatte gerade mir eingebildet, sie guckt irgendwo hin. Nee. Bevor ich jetzt dadurch gehe, weil da kommen wir nämlich auch zum Restaurant, glaube ich, möchte ich nochmal hier hinten eben schnell gucken. Wahrscheinlich ist die Tür aber zu. Ja, okay. Aber natürlich, was hast du denn erwartet? Ich gehe jetzt einfach mal hier durch und hoffe, dass ich da lande, wo ich vorhabe zu landen. Warte mal. Wo ist der Speicherpunkt? Miau, 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 im Restaurant. Ja, ich weiß doch nicht, einfach mal R5. Ja, könnte ich mal machen, ne? Ah, okay. Ah, alles klar. Das war jetzt also sozusagen so eine Art Umweg. Das ist gar nicht schlecht. Jetzt ist die Frage, wo finden wir das Restaurant? Im dritten Stock. Wirklich? Ich glaube, warte, lass mich schauen. Warte mal, wir können ja mal hier auf die Karte gucken. Die dritte Etage, ja. Geht es nun über die Rolltreppe in die dritte Etage? Yep. Ja, und dann... Babidi-Bubi. Bubi-Babidi-Bubi. Zum Restaurant. Ja, das müsste... Oh, hier sind jetzt viele Gegner. Da. Folge dem Licht. Stimmt. Hier ist das Restaurant. Platz A. Lecker Hund zum Abendessen. Ist wohl ein Chinese. Ich habe den gekochten Schlüssel erhalten. Und hier gibt es außerdem, glaube ich, noch... Heildrink. Ja, dort. Und ein Erste-Hilfe-Kasten. Kann man hier durch? Nope. Gut, das was ist denn der Unterschied zwischen einem normalen und einem gekochten Schlüssel? Naja, das ist der normale. Da gibt's noch das Stahlrohr da rechts an der Theke, ne? Falls du das übersehen hast. Ha! Irgendwo. Hat jemand gefailt? Ja, ich weiß, wo das Stahlrohr ist. Das ist nicht hier. Es sieht aber so ähnlich aus. Wir müssen jetzt wieder runter und mit dem gekochten Schlüssel durch die verschlossene Tür gehen. Genau, ja, wir gehen dann, bla bla bla, Heiltränke, Spülmittelbäckerei, Ventilator, bla bla bla. Ja, ich glaube, Pascal überfliegt das Ganze ein bisschen zu schnell. Ja. Nein, ich pick nur einzelne Worte raus. Ja, das ist eben falsch, weil so reißt du die Sachen aus dem Zusammenhang. Ich meine, dass wir mit dem gekochten Schlüssel jetzt durch die Tür da hinten müssen, die verschlossen war. Das war die... Ja. Wir sind jetzt nochmal einmal am Closer vorbei. Irgendwie. Oh oh. Okay, daneben. Entweder war das die oder es war die. Haha, siehste. Bisschen was ich doch noch. Und hier ist nämlich das, was du meinst. Genau. Du. Genau, hätte ich doch mal richtig gelesen. Ich bin Pascal, ich überflieg nur. Nein. Oh, ihr beiden, ey, wie so ein altes Ehepaar. Ja, ich mag den Stinky doch. Ja, wir werden jetzt trotzdem noch den Gegnern versuchen auszuweichen. So, wohin müssen wir denn jetzt? Müssen wir den Schraubstock finden, richtig? Um die Walnuss zu knacken.
an der Theke gibt es das Stahlrohr und auch ein paar Heildrinks. Ja, hab ich geholt. Für das Spülmittel musst du nochmal in die Bäckerei gehen, aber nicht auf einem Easy-Spieldurchgang, genau. Die Schalte im darauffolgenden Gang nach der Bäckerei den Ventilator aus und öffne die linke Tür. Das ist die Bäckerei, wunderbar. Schalte im darauffolgenden Gang. Ja, hier ist das Spülmittel. Sehr schön, sehr schön. Genau. Läuft der wie am Fließband hier, Alter. Mann, Leute. Jetzt im darauffolgenden Gang nach der Bäckerei den Ventilator ausschalten. Mhm. Und die Tür, die linke Tür öffnen. Hier liegen überall so tote Leichen auf dem Boden, das finde ich witzig. Sie ist abgeschlossen, okay. Tote Leichen. Oh, das sind für welche? Das sind die kleinen Penisse halt. Ja, welcher Gang ist jetzt die Frage? Ja, du kannst da doch nirgendwo rein. Du bist also schon richtig. Du kannst da nur geradeaus den Gang langlaufen. Ich könnte hier rein. Nee. Ja, und was findet man da? Ja, hier ist das. Hier war ich doch schon. Die Bar. Ja, hier steht nur, geh mal in die Bäckerei. Schalte im darauffolgenden Gang nach der Bäckerei den Ventilator aus und öffne die linke Tür. Aber sonst ist hier doch nichts. Aber hier in der Bäckerei gibt es nichts. Hier ist keine Tür, wo man in irgendeinen Gang rein kann. Aber da ist der Gang. Ah, da links. Außer hier ist noch eine Tür, aber ich glaube nicht, dass hier noch eine Tür ist. Doch, stimmt. Ach, du ahnst es nicht. Was das nochmal? Ich sag es doch, jetzt den Ventilator ausschalten. Ja, den Rest weiß ich. Na, das will ich auch aber mal hoffen. Zu früh. It was too early. So, ach, jetzt baut sie sich eine Bombe. Ja. So, wenn ich lauter wieder einschalten, durchgehen, den Raum mit dem Nussknacker versuchen zu finden, Mondstein holen und dann wieder zurück in den dritten Stock und Bossgegner machen und fertig sind wir! Richtig! Meine Güte, ey, wieso haben wir uns denn beim ersten Mal hier so gequält, Pascal, wenn das eigentlich so alles nacheinander ist? Ihr kannst Walnuss am Schraubstock verwenden, was für ein Nussknacker. Achso, Schraubstock, ja, sorry. Schraubstock ist natürlich dasselbe wie ein Nussknacker. Erfüllt denselben Zweck, ne? Ha, hier gibt's noch Sachen. Das hätte ich jetzt schon boah, Alter, dreimal Pistolenmunition. Das hätte ich jetzt sonst verpasst, wäre ich hier einfach weitergelaufen. Deswegen prüfe ich immer jede Tür prüfen. Das ist wichtig, weil ab und zu übersieht man auch sowas. Ich finde es auch ehrlich gesagt lustig, dass so ein paar Moskitos ihr den Weg versperren. Ja. Ja, das waren mega viele. So, links oder rechts? Probier's aus. Oder nicht? Hier ist ein Closer. Ich geh mal eben wieder zurück. Ich könnte natürlich auch mal auf die Karte gucken, wo ich da hinkomme, wenn ich da durchgehe. Lauf weiter durch den Gang und öffne die erste Tür rechts im horizontal verlaufenden Gang. Gehe dem Monster aus dem Weg und folge dem Weg weiter zur Folterkammer. Linke Tür. Hier okay, kannst die du anderen Türen sind alle zu? Hier die anderen hier? Vermutlich schon. Schauen, kannst du ausprobieren, aber vermutlich schon. Kaputt. Ja, ist kaputt. Ja. Was kaputt? Ah ja, hier ist der Boden mal wieder weggebrochen. Jetzt wurde es zäh, muss ich erstens drüber schlafen. Weichen wir doch mal dem Münster aus, ja. Komm mir nicht zu nah! Oh yeah, hier sind sie wieder, die. Lass mich raten, hier ist schon direkt die Tür. Nein. Okay. Oh, Hundi. Hier ist direkt die Tür. Nein. Oh, Pendulums. Verdammt! Oh. Ja, Low-Energie-Anzeige hast du doch an. Ja. Ah, okay. Low-Energie. Hier kann man eine Schraube. Nee. Dann kann man. Ja, gleich. Miau, miau, miau. Wir sind orange. Da haben wir den Mondstein. Mondstein, Fliege und Siege! Toller Witz. So, meine Damen und Herren, okay, oh, dann können wir dann das erste Mal hier so einen komischen Heiltrink benutzen, von dem wir schon ziemlich viele haben. Einer reicht eigentlich immer. Und einmal F5 drücken. Ja. Scheiß Viecher, Alter. Die
Machen Geräusche, ne? Oh, ich hasse die Dinger. War das die Tür? Nope. Man soll sie ja auch hassen. Das ist doch der Sinn. Deswegen machen die doch so Geräusche und sind so scheiße. Ach, den Kollegen hätte ich schon wieder fast vergessen. Armes Putt-Putt ist hier einfach eingesperrt, ne? Wer macht denn sowas, ey? Was soll man machen, wa? Ein Herz für diese Viecher. Na, wo müssen wir lang? Ich weiß es. Dem Gang immer schön folgen, glaube ich jedenfalls. Ich weiß, wo ich lang muss. Glaube ich jedenfalls. Ja. Ja, klar, hier. Jetzt sind wir doch hier. Und dann ja, hier. Ein paar Mücken. Ja, so also, ein. Hier, warte, wir können ja nochmal gucken. Ein ganz paar. Hier. Ich weiß ja nicht, ob das Mücken waren oder Motten oder vielleicht hätte sie auch einfach Angst oder so. Oh, mein Magen knurrt. Oh, zum Glück mal meine Frau schon essen. Das sind Moskitos. Ja, ich hab auch langsam Hunger. Gut, dass wir gleich mit dem Einkaufszentrum durch sind, ne? Ja, aber vom Einkaufszentrum. Einkaufszentrum? Einkaufszentrum? Oh! Hallo, mein kleiner Freund. Kli! Wo ist denn der? Da kamen wir doch nicht durch, ne? Oh, hier sind jetzt auch Viecher. Ups. Okay. Ja, macht ja nichts. Ey, geh mal aus dem Weg da! Macht ja nichts. Einfach mal Seite schieben. And then he got stuck. Okay, direkt die Tür und dann sind wir da. Meine Güte, jetzt sind hier überall diese Mistdinger, ey, oder was? Mit ihrem Arschloch im Gesicht. Naja, obwohl die haben ja gar kein Gesicht. So. Achtung, da waren jetzt die Köter, die uns beim letzten Mal umgebracht haben. Also, ich glaube, wir gehen einfach mal. Einfach mal drauf zugehen. Vielleicht wollen die ja spielen. Da, 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 da. So, jetzt kommt gleich der Bossfall schon. Ja, jetzt ist die Frage, sollte ich die Schutzweste ausziehen, um agiler zu sein, wenn das Viech da auf mich zu rast? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, dann nimm aber noch einen Heiltrink. Nee, brauch ich nicht. Der warnt mich ja zum Glück. Nicht runterfallen, bitte, Heather. Genau. La. Ein sehr lustiger Film. Mann, mach hinne! Aber dass sie keinen Schiss hat, da runter zu gehen, ne? Tja. Das sieht doch voll vertrauenserweckend aus. Ja, eben. This looks safe. There's absolutely nothing going to happen here. Ja. Ja, Mr. Popo braucht einfach nur jemanden angucken und der löst sich dann auf. Finde ich witzig. You're going back. Bye. So. Wie hat das Wurmmonsterviech das gemacht, ohne sich vorher zu zeigen? Tja. Das ist ein Rätsel, was nie gelöst werden wird. Din. Jetzt geht's ab. Let's get ready to rock. Oh Gott, hat das Ding Mundgeruch. Wahrscheinlich, ja. Sieht schon so ein bisschen eklig aus, das Vieh, ne? Ich mag Züge. Bisschen eklig. Verdammt! Ich wusste nicht mehr, wie man zielt und feuert. Jetzt kommt der Penis und wechselt die Richtung. Ja, das kennen wir alles. Jetzt müsste er gleich irgendwo hier wieder rauskommen. Hoffe ich jedenfalls. Einfach mal ein bisschen in Bewegung bleiben. Da ist er ja. Ja, da ist er! Huh. Alter, was für ein fieses Ding, ey. Das Ding sieht aus, als hätte es einen Regenschirm verschluckt oder so. Au! Dann, das ist gemein. Okay, ich muss darauf achten, wenn das Viech so eine Geste macht, dann greift es an. Holy shit! Jo, vielleicht zieht das Ding ja nicht so viel ab. Meine Fresse. Was denn jetzt, Pascal? Was für. Oh!
Ja, war sehr rot. So rot hat man. Oh, Achtung, jetzt greift er wieder 1 oder 2 nicht. Jetzt greift. Ah, jetzt wechselt es wieder. Nee, wechselt nicht die Richtung. Doch, Schieß! Jetzt. Oh, oh. Ja, nee. Man kann. Das ist wie mit dem ersten Boss in Silent Hill 1. Der nimmt nur richtig Schaden, wenn man ins offene Maul schießt. Oh, oh, oh. Da kommt er ja wieder. Bo, 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 bo. Ja, lad erstmal schön nach. Oh, oh. Achtung, jetzt greift es bestimmt wieder an. Jo. Okay, das habe ich mir schon mal gut gemerkt. Sehr gut. Müsste aber gleich down gehen. Jetzt! Tada! Und die großen Schamlippen klappen sich wieder zu. Alter. Ja, wie immer alle Monster mit Schamlippen vergleiche, ne? Ich weiß auch nicht. Irgendwie habe ich das so. Schamlippen, Wandvaginas. Waren das nicht die Viecher bei Dead Space, die so übelst viel Schaden gemacht haben, weil die einen mit so explosiven Dingern bespucken? Ja, mit ihren Babys. Ach so. Wir sollten den dritten Jetzt Teil. Jetzt kommt so Mr. Popo. Good, you survived the first test. But I have some bad news. What? You're going back. Das wäre geil. Bye. So, hier kann man noch alles untersuchen, bringt aber gar nichts, weil hier gibt es nichts mehr. Und deswegen gehen wir jetzt, um uns eine Cutscene anzugucken. Deswegen Fresse halten ab jetzt. Ja, gut, wie ihr jetzt gemerkt habt, sind die Cutscenes leider doch etwas extrem leise. Ja? Es ist aber, wenn ich das jetzt noch lauter mache, dann wird es bei den Kampfszenen, wenn da Monster kommen, dann wird es unerträglich laut. Deswegen werde ich es wohl so lassen und ihr müsst euch einfach mit den Untertiteln so ein bisschen zufrieden geben. Ich weiß, es ist blöd, aber sonst dröhnt es mir hier die Ohren weg. Gut, wir haben das Einkaufszentrum erfolgreich hinter uns gebracht. Der Teil, der jetzt kommt, der ist mit ein bisschen weniger Kämpfen, aber dafür mit ein bisschen mehr Gruseln. Ja? Das allerdings gibt es, ich guck mal eben, ob ich überhaupt speichern kann. Ja, ich kann speichern. Das allerdings gibt es erst im nächsten Part zu sehen, also morgen, sprich. Bis dahin würde ich sagen, alle Jute und vielen Dank fürs Zusehen und sage Tschüss. Ciao und auf Wiedersehen.